Paranoid. Da vorne war schon das erste Skelett. Wow. Aua. Scheiße. Das ist gar nicht gut, giftiges Wasser. Puh. Komm, regenerier dich mal. Da ist ein Stück Wüste. Nein, das ist auch nicht. Verdammt. Oh, ist das ein geiler Wald. Hallo? Warte mal, da vorne leuchtet was und leuchtende Pflanzen enthalten Blaze Powder. Soweit ich mich noch dran erinnern kann. Und da vorne ist auch eine leuchtende Pflanze. Nicht schön. Und davor ist eine Spinne und ein Creeper. Ja. Ich würde sagen, Spinne, komm her. Und jetzt Creeper, komm her. Und jetzt Spinne, komm her. So. Ach, da ist noch ein Zombie. Boah, gerade ruckelt's aber etwas. Oh ne. Das war die falsche Pflanze. Nein! Oh mein Gott, ich habe kein Leben verloren. Das ist doch geil. Wieso leuchtet das hier noch? Da leuchtet es auch wieder. Nein, ich gehe mal zurück zu diesem Twilight Forest da vorne. Oder was es auch immer ist. Denn... ich möchte ja... Blaze Powder eigentlich haben. Das finde ich in Sümpfen. Das hier müsste so eine Art Sumpf sein. Ich glaube, die spawnen ja auf jeden Fall nur am Tag. Bewegende Bäume oder was sind das? Aua! Der hat mich geschlagen. Hier ist eine Wüste. Geil, mit viel zu viel bösen Leuten. Der ist schon sauer auf mich. Boah, wie viel die Zombies aushalten. 3 Schüsse. Vielleicht soll ich lieber das Skelett abschießen. Das hat es vielleicht eher verdient. Ah, das waren meine Schüsse. Naja. So, was haben wir denn hier alles noch? Vanilla Plant. Es sieht hier aus wie im Schlaraffenland.
Da ist ein Enderman. Ja, ich habe jetzt nichts zum Hochbauen. Das sind sogar zwei. Ich würde sagen, das kommt weg und das kommt weg. Wow. Ah, Spinnen können ja da hoch. So, komm hoch, komm hoch. So, und jetzt, so. Und jetzt gucke ich den einen mal an. Wow. Oh. Das ist vielleicht... nicht so gut. Dass man hier noch hoch kann und sich schlagen kann. Wie kann ich den denn so schlagen? Scheiße, so. Warum musst du immer da unten stehen? Enderperle. Ja. Schon mal eine. So. Das Skelett hat auf mich geschossen. Böses Skelett. Nächster. Na, was willst du mit deiner Schaufel? So. Was willst du, kleines Ding? Und? Critical Hit. Scheiße. Komm, 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 komm. Komm her. Jetzt hängst du da unten fest, natürlich. Ja. Jetzt kommst du auf mich zu, aber es wird schon Tag. Und da müsst ihr verbrennen. Schön. Komm, werde Tag. Ah, endlich. Komm, ihr auch. Boah. Okay, 36 Level. Das ist irgendwie schon ziemlich viel, muss ich sagen. Mal gucken, was ich mit dem Zeug überall machen kann. So, auf gar keinen Fall auf einem Kaktus landen. Und jetzt gab es irgendwo in der Wüste so Blumen, die so ein schönes Netherteil enthielten. Die Frage ist nur, wo sind die? Die Blaze Powder enthielten, genau, Blaze Powder. Nein. Barsch. Ich habe auch schon ordentlich was gesammelt. Also ich habe eine Enderperle. Ich glaube, man braucht zwei für den Verzauberungstisch. Da vorne sind die. Ich bin jetzt aber nicht sicher. Ja. Blaze Powder. Blaze Powder. Und ich werde diesmal nicht für mein Schwert ausgeben. Naja, kann ich auch gar nicht. Egal.
einmal wieder essen. Und kurz mal nach einem... Nein. Der Shankloader braucht eine Enderperle. Gut. Also, den Shankloader habe ich schon mal fertiggestellt, was schon mal sehr schön ist. Ah, ja, ich möchte den Creeper mit einer Karotte bekämpfen. Auf jeden Fall. So, dann kann ich mir jetzt vielleicht auch noch einen Brewing Stand bauen. Oh ja. Zack, zack, zack. Zack. Schön. Ich würde sagen, das reicht für den Brewing Stand. Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch ein Sumpfgebiet. Und so langsam macht auch mein Jetpack schlapp. Schade. Wir hatten doch auf der anderen Seite noch ein Sumpfgebiet, glaube ich. Oh, da habe ich auch noch eins übersehen. Super, dass ich wieder zurückgelaufen bin. So. Lauf. Ach so, ich kann ja gar nicht springen. Boah, was es da für Unterwasserpflanzen gibt. Ist das ein Korallenriff oder was? Geil. Ich gehe da aber nicht rein, vielleicht ist da eine Moräne. Ich glaube, die Entwickler haben an sowas gedacht. Ich bin mir sogar sicher, dass die daran gedacht haben.